Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Weiter geht's in der Himmelsfeste. Wir waren letztes Mal noch in den erhabenen Ebenen, haben ein paar Skeletten und anderen Räubern den Hintern versohlt. Nun machen wir aber weiter mit dem Winterpalast, wie versprochen. Ja, die Hauptquest. Ist mal wieder an der Zeit, ne? Ich habe jetzt schon 101 Parts aufgenommen und bin noch nicht wirklich weit in der Hauptquest, so wie ich das vernommen habe. Aber zuerst gehen wir mal an den Kartentisch. Und wollen uns ansehen, was es Schönes an Belohnungen gibt. Das ist nämlich immer das Gute, wenn ich so wenig aufnehme. Denn dann sind die Aufträge immer sofort fertig. Ja. Außerdem will ich auch mal langsam den Kartentisch abschließen. Ich weiß, es kommen halt immer wieder neue dazu, aber es wäre halt nicht von Nachteil, wenn ich mal wirklich für die wichtigen Dinge Platz hätte hier. Für die wichtigen Aufträge, weil so habe ich halt immer alles zugemüllt mit irgendwelchen Lauf- und hier mach-das-Missionen. Ne? Inquisitor, ritterliche Verzauberin Cosette übermittelt euch ihren Dank. Wie versprochen hat haben ihre Erkenntnisse hinsichtlich der Venatori mit uns geteilt. Hat sie? Irgendwas fehlt da. Naja, Kommandantin Helene. 30 Einfluss, das könnte sogar ein Level abgeben für die Inquisitionsboni. So, guck mal, hier habe ich schon fast alles. Der Dank der Kirchenschwester. Inquisitor Trevelyan. Meine demütigen Lippen werden die Inquisition für alle Zeiten preisen. Ob schon ihr nichts verlangt, akzeptiert bitte dieses bescheidene Zeichen meines Dankes. Schwester Paulette. Und hier? In wessen Dienst auch immer. Das war einfacher, als ich gehofft hatte. Die Beamten des kaiserlichen Kontors waren so schockiert, entdeckt worden zu sein und in Sorge ertappt zu werden, dass der Inquisition auf der Stelle die Treue geschworen... Dass sie die Treue geschworen haben. Sag mal, lese ich wieder nur doof? Meine Spione sagen, bisher benehmen sie sich. Sie schicken sogar Geschenke für euch, um ihre Treue zu beweisen. Wir werden sie dann noch genau im Auge behalten. Unsere Bemühungen, in der Himmelsfeste Geld zu sammeln, werden jedoch ohne Zweifel von ihnen profitieren. Liliana. Gut, was haben wir noch? Kräuter sammeln und Ressourcen. Ja, das meine ich. Das sind so die langweiligen Dinger, die keinen interessieren. Ressourcen. Krieg zwischen Nevada und Tevinter verhindern. Inquisitor. Tevinter und Nevada haben gegen die... Dieser Dielisch-Elf, der sich uns angeschlossen hat, ist äußerst eifrig, um es vorsichtig auszudrücken. Die Dielisch besitzen enormes Wissen. Wir sollten uns geehrt fühlen, dass er bei uns ist. Nun ja. Denn... Genau. So, ich würde sagen, das machen wir hier noch. Dann wollen wir doch mal sehen. So, wo haben wir es denn? Krieg zwischen Nevada und Tevinter verhindern. Tevinter und Nevada haben gegen die Venatori an den Grenzen ihres Landes gekämpft. Die Kämpfe fanden erst ein Ende, als die Inquisition Soldaten entsandte, die eine scheinbar unvermeidliche Niederlage in einen Sieg verwandelten. Beide Seiten haben in der Vergangenheit immer wieder versucht, sich diesen Teil des Landes einzuverleiben und das wird auch in Zukunft so bleiben. Allein die Gegenwart unserer Soldaten verhindert einen Krieg. Letzterer muss mit allen Mitteln verhindert werden. Im Augenblick sind beide Seiten dankbar genug, um auf unseren Rat zu hören. Sorgen wir also dafür, dass sie ihre Armeen abziehen. Ich werde zu diesem Zweck auf beiden Seiten Druck ausüben und einige Gefälligkeiten einfordern. Mach das, Josie. Das ist schön, Josie. Das ist schön. Na gut, ich würde sagen, was sagt die Zeit? Ja, wir haben Zeit. Ich würde sagen, wir gehen dann mal langsam Richtung Winterpalast. Ich weiß noch gar nicht, wie ich da hinkomme. Ich schaue mal ganz kurz die Quest an. Der Weg des Inquisitors. So, hier wartet der Abgrund. Spreche mit deinen Beratern am Kartentisch der Himmelsfeste. Achso, das habe ich ja jetzt gemacht, oder? Durch das Ritual werden Dämonen... Ja, okay. Böse Augen und Herzen. Suche den Ratsraum auf, um den Weg in den Winterpalast zu finden. Ach. Warte, das habe ich jetzt falsch gemacht. Ich muss doch diese großen Knubbel da, ne? Das sind immer diese neuen Orte, die man halt findet. Machen wir das mit dem Winterpalast. Ich glaube, Korypheus kann auch ein bisschen warten. Der lässt ja auch nichts von sich hören irgendwie, ne? Also das ist so ein ganz stiller Teilhaber irgendwie an dem Krieg. Wo ist denn das? In Orlais? Hier wartet der Abgrund. Böse Augen und böse Herzen, das war's, ne? Ein Attentäter trachtet der Kaiserin nach dem Leben. Selenes Tod würde Orlais ins Chaos stürzen und es somit zu einer leichten Beute für Korypheus machen. Selene führt im Winterpalast von Halamshiral im Rahmen eines großen Balls Friedensgespräche mit ihrem rebellischen Vetter, Großherzog Jaspar. Da jeder Adlige im Kaiserreich diesem Ereignis beiwohnen wird, ist es der ideale Zeitpunkt für Korypheus Attentäter, um zuzuschlagen. Wir können uns eine Einladung zum Ball verschaffen und verhindern, dass Korypheus Orlais vernichtet, sofern wir uns beeilen. Ja, ich habe mich sehr beeilt. Das machen wir. Wir müssen die Kaiserin vor Korypheus erreichen. Die Frage ist nur, wie? Das wissen wir schon. Durch mich. Die eigentliche Frage ist, wo versteckt sich unser Feind?
Auf Drängen von Großherzogin Florian gibt die Kaiserin einen Ball. Alles, was Rang und Namen hat, wird da sein. Während der Festivitäten wird Celene mit dem Thronräuber Großherzog Gespard und Botschafterin Briella Friedensgespräche führen. Der Mörder muss sich in einem dieser drei Lager verstecken. Müssen wir wirklich zu den Friedensgesprächen? Die Kaiserin hat doch sicher Leibwächter. Wir könnten sie einfach warnen, dass sie in Gefahr ist. Das haben wir versucht, aber... Offenbar haben sie unsere Nachrichten nie erreicht. Jemand scheint sie abzufangen. Wir sollten lieber nichts dem Zufall überlassen. Wenn Orlais Korypheus in die Hände fällt, ist kein Land mehr sicher. Interessiert mich eigentlich alles nicht so. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Auf zum Winterpalast. Na gut, nee, wie gesagt, das ist jetzt... Es wäre jetzt nur ein bisschen viel Geplänkel gewesen. Dann mache ich das lieber direkt und wir sehen, was los ist. In dem Knubbel da. So, wen nehmen wir mit? Ich würde sagen, auf jeden Fall, boah, ich weiß es gar nicht. Nehmen wir Vivienne mit. Sie ist ja schon ein bisschen getrimmt auf dieses Adelszeug. Cole vielleicht? Ja, komm, wir nehmen mal wieder Cole mit. Und Cassandra oder Blackwall? Ich habe Blackwall schon lange nicht mehr dabei gehabt, obwohl ich eigentlich mal eine Eisprinzessin gerne hätte. Na komm, wir nehmen Blackwall mal wieder. Vielleicht kennt er sich auch ein bisschen aus mit den Gepflogenheiten des Adels und Kaisern und wie auch immer. Samson. Aha. Greift den Anführer der Roten Templer, General Samson, niemals eigenmächtig an. Ach, das ist der Chef von denen. Der war bestimmt auch mal normal und wurde dann verderbt durch Korypheus. Mal sehen, ob wir mit dem noch zu tun bekommen. Ich hoffe es. Es gibt auch schon DLCs. Ich wurde jetzt von Ryan, glaube ich, gefragt, ja, von Ryan, ob ich die machen möchte. Na klar, ich möchte auf jeden Fall noch ein paar Drachen töten. Also wir haben jetzt drei Drachen haben wir erst von 10. Naja, gucken wir mal. Die Lage in Halam Shiral ist zum Zerreißen gespannt. Die Kaiserin fürchtet, wir könnten sie verschärfen. Der Großherzog ist froh, uns als seine Gäste begrüßen zu können. Also kommt die Einladung von ihm. Ob wir ihm nun helfen oder das Machtgleichgewicht stören, es verschafft ihm eine Möglichkeit, wenn nicht einen klaren Vorteil. Inquisitor Trevelyan, es ist mir eine Ehre, euch endlich kennenzulernen. Die aufständischen Magier in eure Armee einzugliedern, war ein brillanter Schachzug. Stellt euch vor, was die Inquisition mit der vollen Unterstützung des rechtmäßigen Kaisers von Orlais erreichen könnte. Eine derartige Allianz hätte viele Vorteile. Dann behaltet die Möglichkeit im Kopf. Es wäre gut möglich, dass sie am Ende des Abends eintritt. Ich bin kein Mann, der seine Freunde vergisst, Inquisitor. Eine Hand wäscht die andere. Seid ihr bereit, die Versammlung zu brüskieren, indem ihr als Gast eines verhassten Usurpators auftretet, my Lord? Darüber werden sie in 100 Jahren noch reden. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen, Herzog Gaspard. Ich freue mich schon darauf, diesen Bürgerkrieg zu beenden. Genau wie ich, mein Freund. Das Reich braucht Stabilität und Sicherheit im Augenblick mehr denn je. Wenn euch die Sicherheit des orlesianischen Volkes am Herzen liegt, Inquisitor, könntet ihr vielleicht etwas für mich überprüfen. Diese Elfenfrau, Briella, ich glaube, sie hat vor, die Verhandlungen zu stören. Meine Leute haben überall auf den Befestigungen diese Botschafter entdeckt. Sabotage scheint noch das geringste ihrer Verbrechen zu sein. Das hört sich an, als sollte ich der Sache nachgehen. Seid so diskret wie möglich. Ich hasse das Spiel. Aber wenn wir es nicht gut spielen, lassen uns unsere Feinde wie Schurken aussehen. Aber wir lassen die Leute warten, Inquisitor. Sollen wir? Ist das der Inquisitor? Ja. Magier? Nein, da muss ein Fehler vorliegen. Vom Zirkel von Ostwick heißt. Aha. Adlige und Magier vertragen sich nicht, mit wenigen Ausnahmen. Der Hof beäugt dich voller Misstrauen. Okay. Was? Ich habe Minus bekommen? Ich hatte doch eben noch 40. Was ist ein Mist? Aha, hallo. Sag mal, kann ich vielleicht die Maske anziehen? Vielleicht guckt sie mich dann... Warte, oh ne, jetzt habe ich meine...
Warte. Eine orlesianische Maske. Was? Was mit der nicht Klugheit? Okay. Warum kann ich eigentlich keine Dings anziehen? Achso, ich habe meine Ausgehuniform, die wird auch nicht wechseln. Die sieht sehr nett aus, finde ich übrigens. Könnte vielleicht was sein. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Na, Alter. Verzeihung, mein Lord. Ihr habt nicht zufällig einen Ring herumliegen sehen, oder? Er war ein Geschenk der Comtesse Montbillard. Verzaubert von den Formari. Ohne ihn kann ich mich auf dem Ball nicht sehen lassen. Aha. Ja, ist er wertvoll? Hat dieser Ring einen besonderen Wert? Der materielle Wert ist egal. Viel wichtiger ist seine gesellschaftliche Bedeutung. Er war ein Geschenk einer Angehörigen des Rates der Herolde. Wenn sie erfährt, dass ich ihn verloren habe, sie würde mir das nie verzeihen. Selbst in 1000 Jahren nicht. Das ist eine prekäre Situation. Wenn die Comtesse davon erfährt, dann gnade mir der Erbauer. Deshalb flehe ich euch an, falls ihr ihn findet, lasst es mich wissen. Okay. Oh. Hat sie ihn in den Brunnen fallen lassen? Ah, okay, Silberring, da haben wir ihn doch. Erbauer, was soll ich tun, wenn ich meinen Ring nicht finde? Hier, ich hab ihn. -5? Also, du hast soeben Ansehen bei Hofe gewonnen. Üblicherweise das Ereignis... Nee, das Ergebnis von Finesse, dem gekonnten Unterhalten der Anwesenden oder der Befolgung der Etikette. Je höher das Ansehen bei Hofe, desto besser. Ist das der Ring, den ihr sucht? Ihr seid ein Schatz. Ich kann kaum glauben, dass ihr ihn gefunden habt. Ohne euch hätte... Genießt die Feier. Ja. Okay. Was für komische Gestalt. Ja, ich bin der Inquisitor. Was willst du? Wie die Typen alle aussehen, das ist ja furchtbar. Ich meine, es ist hier natürlich gerade in der Mode, aber... Was haben wir denn hier? Der Winterpalast. Der Vachiel-Brunnen. Ist mal was anderes hier. Wahrscheinlich muss ich ganz schön viel labern und... Es würde mich nicht überraschen, wenn er den Inquisitor nur zum Spaß hier gebeten hätte. Ja, zum Spaß. Ich soll tanzen später. Nackt. Nacksch. Warte mal, ist das... Sind alle Delonces hier? Erbauer, ich hoffe nicht. Benötigte Statuetten? Aha. Erfordert mehr Halar-Statuen. Oder Halar, nicht Halar. Halar. Halar, Halar, Halar. Warte mal, wo finde ich die denn? Wie das hier aussieht. Schon sehr prunkvoll, aber irgendwie ist es nicht so meins, Prunk. Weiß eigentlich irgendwer, wie viele Tote es in Dingens gab? Eine Halar-Statuette. Ah, was? Ich brauche 10 Stück davon. Das ist ja der Wahnsinn. Warum brauche ich hier 10 Stück, sag mal? Oh, Fritz. Ah, seht mal, das war schon mal eine. Aha. Ich kann plündern. Weiß noch nicht, ob das so nett ist. Mhm, alles tant irgendwie. Ich muss hier... Oh, ich hätte vorher noch verkaufen sollen in der Winterfeste. Ich habe bestimmt bald wieder viel Wir zu viel Kram. Nur hoffen, dass ich Selene heute Abend durchsetze. Weiß eigentlich irgendwer, wie viele Tote es in den Dales gab? Das interessiert dich doch nicht. Ja, Lagerschlüssel. Es geht denen doch eh nur darum, dass sie wieder zu tratschen haben. Guck mal, wie viele Tote es gab. Oh, ich habe da auch nicht einen Finger drin gehabt. Ich könnte ja verletzt werden. Ah, nee, hätte ich den... Ich höre nicht zu. Soll ich den... Ich rede mal mit denen. Ausländer. Arschgesicht. Die sehen alle so gelangweilt aus hier. Voll die geile Party. Warum hast du so ein gelbes Gesicht? Das ist eine Maske, ne? Ja. Dachte eben, der sieht irgendwie ein bisschen grünlich aus um die Nase. Interessant. Macht man aber nicht, was ich hier gerade tue, ne? Ich lausche nicht. Ich höre gar nichts. Will ich mich da hinsetzen? Oder von unten vielleicht? Ja, ich kann lauschen. Gibt es Neuigkeiten von der Front? Meine Spione sagen, es gibt mehr Tote, als man zählen kann. Die Kaiserin wird dem Krieg heute Abend sicher ein Ende machen.
Beten wir dafür, mein Lieber. Und falls uns der Erbauer nicht erhört, einfach weiterbeten. Super. Könnt ihr mal machen. Haha, ich habe euch belauscht. Oh. Ah, ein Lagerschlüssel. Sehr gut. Was, Cullens Bericht ist schon fertig? Das ging aber jetzt flott. Hui. Guck mal, was ich machen kann. Und es interessiert die Adligen gar nicht. Oh, hier geht's ab. Skandalöses Rechtsdokument. Oh Gott, verfängliche... Okay, wie viel gibt's denn hier davon? Ist ja heftig. Ein Elixiergürtel. Braucht kein Schwein. Oh. Ist das Schnaps? Nee, eine Caprice-Münze. Oh Gott. Sag mal, 15. Kann ich die hier alle finden? Das wäre natürlich krass. Ich gehe nochmal ganz kurz hier durch den... Ja. Es sind alle hier. Hier muss doch noch irgendwas sein. Ich scanne einfach mal die Umgebung so ein bisschen. Oh, guck mal, die feinen Damen mit Riesenarsch. Wackel, wackel, wackel. Lass mal durch hier, die feinen Damen. Feines Gesocks. Ihr mit eurer Posse. Nee, leider nicht. Ich muss wohl irgendwie in den Winterpalast selbst. Ist nichts mehr. So, ihr Kerle. Ihr seid unsichtbar irgendwie so ein bisschen, ne? Beziehungsweise blendet das Ding durch. Inquisitor, einen Moment bitte. Bevor ihr hineingeht, muss ich euch warnen. Wie ihr mit dem Hof sprecht, ist eine Frage von Leben und Tod. Es geht nicht einfach nur um Etikette und Protokoll. Jedes Wort, jede Geste wird abgewogen und daraufhin bewertet, ob ihr Schwächen offenbart. Keine Sorge. Ich werde vorsichtig sein. Das Spiel ist wie eine Partie Sündenfall und der Einsatz der Tod. Deckt eure Karten niemals auf. Wenn ihr die Kaiserin trefft, ruhen die Augen des gesamten Hofes auf euch. Selbst wenn ihr Korypheos Auge in Auge gegenüberstündet, wäre das sicherer für euch. Es wäre vielleicht ratsam, auch die anderen zu warnen. Insbesondere Cole. Vorausgesetzt natürlich, ihr schafft es, dass er euch zuhört. Ich werde versuchen, es taktvoll zu vermitteln. Es wird schon alles gut gehen. Möge Andraste über uns wachen. Ich will ja gar nicht wissen, was passiert wäre, hätte ich andere Leute mitgenommen. Ja, das wäre bestimmt sehr lustig geworden. Ihr wisst schon, unsere liebe Elfen. Zicke. Unsere verrückte Elfe. Wie heißt sie? Oh Gott, ich habe den Namen jetzt auf einmal verschludert. Ich habe sie schon so lange nicht mehr dabei gehabt. Ich glaube, Varric wäre hier auch ganz gut aufgehoben. Hätte ich ihn mal mitnehmen sollen, weil er ist ja so ein bisschen mit den Gepflogenheiten des Adels vertraut. So, dann bin ich ja mal gespannt, was hier im Winterpalast abgeht. Aber ich habe, denke ich mal, schon eine Silberzunge. Er weiß sich ja sehr wohl fein auszudrücken. Vestibül. Das Vestibül. Ne, ich betrete noch nicht den Ballsaal. Ich will mich erstmal hier ein bisschen umsehen. Das ist mein Recht als Inquisitor. Ach, schade. Ich darf das. Ich darf mich hier umgucken, so viel ich will. Ich mache das jetzt hier alles. Was soll das? Achso, das ist abgesperrt. Ich dachte eben, das ist einfach mal so ein kleines Gängchen ohne was drin. So, okay, na, lass mich mal durch. Der Papa Inquisitor ist da. Warum sind hier so viele Elfen? Die Kaiserin hat sie eingeladen. Also, seid höflich. Oh, Cullen ist da. Moin. Es wird eine Weile dauern, unsere Männer in den Palast zu schleusen. Ich melde mich, wenn wir bereit sind. Das ist sehr gut, Cullen. Ich habe Gespard nie für fromm gehalten. Er verspricht sich... Wie konnte sich die Kaiserin die Renovierung des Palastes leisten, während sie Krieg führt? Ja. Angeblich war es gar keine Renovierung. Es heißt, der Palast wurde von Gespards Katapulten beschädigt. Er hat auf den Winterpalast geschossen? Das ist ungeheuerlich. Um das zu schaffen. Ja. Die sind alle so schön in ihre Gespräche vertieft. Okay. Was ist das denn? Ah, ich kann wieder lauschen. Hihi. Ich möchte wissen, was mit ihm ist. Komm in die Saal. Und darauf kommt es an, dass der mit dem Lüge möchte. Kümmern Sie mich. Scheiße. Kors. Nichts als Tratsch. Okay. Ja. Interessant. Was ist interessant? Darf ich mal hier durch? Der Gästeflügel ist im Augenblick nicht öffentlich zugänglich, Inquisitor. Wie gesagt, hier geht es nicht weiter.
Oh. Du hast soeben Ansehen bei Hofe eingebüßt. Üblicherweise das Ereignis eines direkten oder zu schroffen Vorgehens. Ist das Ansehen bei Hofe zu niedrig, wirst du das bald verwiesen. Oh Gott, das hätte ich nicht tun sollen. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich lade das nochmal. Ich wollte es nur ein bisschen Dummheiten machen. Das war vielleicht nicht so gut. Ja. Das Herzog hat die Inquisition eingeladen. Ich muss sehr diskret sein. In meiner Randale. Mein... Oh. Warum ist der Handel mit Lyrium so stark eingebrochen? Angesichts der vielen Kämpfe müsste der Bedarf doch eigentlich höher sein als sonst. Laut meiner Kontakte gibt es einen neuen Lieferanten. Allerdings wissen wir noch nicht, wer es ist. Die stehen da wie versteinert, aber reden anscheinend miteinander. Gut zu wissen. Interessant. Ah, Tafel. Was haben wir denn da? Der Winterpalast, die große Bibliothek von Hallam Sheral. Die Büchersammlung des Winterpalasts ist eine der größten der Welt. Lediglich die Bibliotheken der Universität von Orlais sowie des Kaiserlichen Palasts können sich mit ihr messen. Die Regale wurden von dem berühmten Tischler Gustave aus Valfontaine entworfen sowie gebaut und zeigen seine herausragende Intarsientechnik besser als jedes andere seiner noch erhaltenen Werke. Ein Auszug aus Eine architektonische Geschichte von Orlais, Band 1 von Elodie Ferneau. Na gut, Leute, ich werde mich mal hier umsehen in den Räumen, aber das machen wir nächstes Mal weiter. Hihi. Erstmal beende ich hier. Ich würde mich wie immer über eure Unterstützung freuen. Lasst mir ein bisschen Liebe da und danke fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder zu Dragon Age Inquisition.